Unterschiedlicher hätten die Reaktionen auf das Ergebnis der Kohlekommission in den Parteigremien nicht sein können. Den einen geht es nicht weit genug, beziehungsweise der Ausstieg komme viel zu spät, um wirklich etwas beim Klimawandel zu bewegen. Und die anderen betrachten das Ganze nun als ein durchaus realistisches Szenario, um sich vom umstrittenen Energieträger Kohle zu verabschieden, ohne Industrie und Bürger über Gebühr zu belasten. Wir müssen auf diesem Weg, der ja kein einfacher wird beim Kohleausstieg, gleichzeitig mit dem Ausstieg aus der Atomenergie darauf achten, dass wir Preise stabil halten, aber dass wir auch als große Industrienation in Deutschland Versorgungssicherheit garantieren. Und das geknüpft natürlich auch mit der Frage des Leitungsausbaus. Wenn am Ende wir aussteigen von bestimmten Energieträgern und gleichzeitig aber Infrastruktur nicht ausgebaut werden kann, weil die gleichen, die den Kohleausstieg wollen, gleichzeitig den Ausbau der Infrastruktur verhindern, so wird es nicht funktionieren. Das heißt, am Ende wird es auch um Sicherheit für alle Menschen in Deutschland, aber vor allem auch um die Sicherheit der Menschen in den betroffenen Regionen gehen. Zum Thema Energie möchte ich sagen, dass wir das Ergebnis der Kohlekommission aus südlicher Sicht etwas skeptisch betrachten. Keiner will eine Zukunft der Kohle, aber klar ist auch, das Versprechen von Preissicherheit und Versorgungssicherheit, das muss fachlich hinterlegt werden. Nur zu sagen, wir steigen aus der Kohle aus und wir garantieren Versorgungssicherheit und Preissicherheit, ist natürlich nicht klar, insbesondere aus Sicht des Südens. Weil wir sind jetzt das einzige Land der Welt, das gleichzeitig aus Kernkraft und Kohle aussteigt und keine ernsthaften Ersatz dafür jedenfalls derzeit bieten können. Wir wollen keine Deindustrialisierung. Wir wollen eine neue Epoche der Industrie, eine technologisch stärkere. Aber dazu braucht es auch Grundversorgung, und zwar auch so, dass Bayern als Industriestandard, als Wirtschaftsstandard erhalten bleiben kann und wir nicht am Ende in zwei Preiszonen gehen. Bis heute ist praktisch kaum ein Kilometer Netz ausgebaut. Wir wollen keine Kohle, wir wollen keine Kernkraft, wir wollen keine Netze. Da wird es schwierig werden, am Ende eine schlüssige Konzeption zu haben. Wir haben als Sozialdemokraten erstens darauf bestanden, auch im Koalitionsvertrag, es muss ein Endausstiegsdatum definiert, aber b, auch die Regionen und die Arbeitnehmer dabei eine Perspektive gegeben werden. Wir haben hier die Betroffenen dann zu Beteiligten gemacht in dieser Kommission. Und ich bin sehr erfreut gewesen, und das war harte Arbeit, an dem ja auch ganz besonders auch Dietmar Woidke mitgewirkt hat, dass das am Ende dann so konsensual auch gelungen ist. Ich habe niemanden in der Bundesregierung gehört, der gesagt hätte, dass das nicht das Fundament jetzt für die Prüfung und die Umsetzung ist, sondern im Gegenteil, es wurde allenthalben begrüßt, und deswegen gehe ich davon aus, und ich würde das auch als SPD-Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende ausdrücklich unterstützen wollen, dass das jetzt die Grundlage ist. Natürlich müssen wir das jetzt noch operationalisieren. Natürlich muss dann noch das eine oder andere geklärt werden, aber das Ergebnis stimmt und es ist ein gutes Ergebnis. Es ist vor allem ein Ergebnis, wo alle Kompromisse machen mussten, und deswegen ist das, glaube ich, tragfähig, und wir müssen es jetzt einfach auf die Strecke bringen. Es ist ein Anfang und auch nicht mehr und auch nicht weniger. Dass es dazu überhaupt gekommen ist, ist den Umweltverbänden zu verdanken. Wichtig ist jetzt, dass das viele Geld, was in der Kommission auch mit bereitgestellt wird, im Sinne der Öffentlichkeit und der allgemeinen Interessen eingesetzt wird. Es kann nicht sein, dass einzelne Kraftwerke und Uraltkraftwerke dafür bezahlt werden, dass sie im Land stehen und keinen Strom mehr produzieren, sondern klar muss sein, öffentliche Gelder müssen auch im Sinne des öffentlichen Interesses eingesetzt werden. Und es kann keinen Blankoscheck für jedes einzelne Kraftwerk in unserem Land geben. Das Ganze wird ohnehin eine Frage auch des EU-Beihilferechts sein. Und in diesem Sinne muss das alles genauestens geprüft werden, welche Gelder fließen. Jahrzehntelang haben die Energiekonzerne an der Kohle massiv Geld verdient und hohe Profite gemacht. Und jetzt lassen sie sich auch den Ausstieg aus der Kohle ja vergolden. Also sie werden ja großzügig entschädigt. Dann anzukündigen, dass man Leute entlassen muss, Stellen abbauen will, ist moralisch und ökonomisch im Übrigen völlig unzulässig. Und der Staat muss dem einen Riegel vorschieben, und die Regierung ist dort zum Handeln aufgefordert. Wir brauchen klare Beschäftigungsgarantien für die Betroffenen. Das reicht aber nicht aus, sondern wir werden ja dort einen Arbeitsplatzabbau haben. Und in bestimmten Kohleregionen, sowohl im Ruhrgebiet wie im Osten, werden diese Arbeitsplätze der jungen Generation für die Zukunft fehlen. Und deswegen muss man
Ersatzmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Man muss praktisch sich Gedanken machen, welche Industriezweige wollen wir denn dort aufbauen? Und was kann der Staat tun, um das zu befördern, um zukunftsfähige Arbeitsplätze und eine bestimmte Basis an industrieller Tätigkeit zu garantieren? Da muss man Forschungseinrichtungen schaffen, da muss man überlegen, wo kommen denn die Batterieproduktionen bei der Automobilindustrie hin und viele andere Dinge. Und man muss das deshalb den Menschen dort eine klare Perspektive geben. Und das ist wirklich eine Aufgabe, die dringend erforderlich ist. Und da höre ich nichts. Da wären mal ein paar Vorschläge wirklich hilfreich. Es ist ja ein großer Erfolg der Umweltbewegung. Ich glaube, ohne Hambacher Forst hätten wir die Debatte über einen schnelleren Kohleausstieg nicht bekommen.